Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder Shoki Banoki mit Daniel und Sashi und ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Was heißt das denn? Das kann mir scheißegal sein. Ja. Jungs, jetzt geht's los. Zweiter Teil, Julian Bam, die Pille. Zack, die Bohne. Oder wie heißt das? Nee, Zack, die Bohne war eine andere. Ja, ja, stimmt. Das war die. Songs aus der Bohne, so heißt das, genau. Ja, cool. Ja, das machen wir natürlich erst nach dem Intro von Gesundheit. Nach dem Intro von diesem Video. Ja, ich muss den ganzen Koks nochmal hochziehen. Ich Shoki Banoki, schonungslos Reaction. Wir haben jetzt Julian Bam Songs aus der Bohne Teil 2 und ich bin gespannt, was er da bringt. Was bisher geschah erst einmal, ist ja klar. Das ist ein magischer Boden. Jede Bohne steht für eine Musiker. Wenn du meine Scheiße hockst, ne? Ja, dann kennen wir alles, komm. Was ist das? Ey, das war so krass. Ja, Mann, das war der Ferret Bang. Gesagt, das ist ein magischer Boden. Oh Gott, was ist los mit dir? Geht's dir gut? Das war ein Lombardi. Das ist ganz klar. Das war, was war das nochmal? Nein, nein, das ist keine Leiche. Das ich weiß nicht. Woher hast du die magischen Bohnen? Ah, jetzt kommt Eminem und Helene Fischer, das haben ja, sie auch richtig, genau. Zwei. Wer war das? Da bin ich jetzt Eminem mal gespannt wie ein Flitzebogen hier. Helene Fischer. Ach du Scheiße, ich krieg ja schon einen Pickel, wenn ich das noch. Ach, er ist Helene Fischer, der. Nee, der hat beide genommen. Der hat beide genommen. Ach so. Durch den Schlag, weil ich den Solarplexus traf. Den ja, Solarplexus? Das ist eine Barfuß. Hab morgen sicher Magen-Darm. Schlag euch rot, grün und blau. Zion Magenta. Ja, der Sound ist schon kacke, aber hat er natürlich nichts dafür. Ja, er hat schon ganz gut gemischt. So. Ja. Also Eminem und den Fischer mischen ist schon lustig. Ist nicht einfach bestimmt. Der ist weiter oben. Ja, ja. Beim End von Penny. Jetzt kotzen sie. Warum kotzen sie? Ah ja, Überdosis. Achso. Alter, wieso wirfst du mir zwei Bohnen in den Mund? War keine Absicht. Aber die haben uns da ja rausgeholfen. Ja, und die haben uns da auch reingebracht. Ja, hast schon recht. Lass uns keine Bohnen mehr nehmen. Okay, wir nehmen keine Bohnen mehr. Dir. Also, der eine mit der rechten, der andere mit der linken. Ja, für die Kamera. Okay. Ja. Großer? Oh, Papa, bitte jetzt nicht. Ich weiß, wie du dich fühlst, mein Sohn. Ach, das ist der Papa. Papa war auch mal verliebt. Aus, ne? Du warst verliebt? Liebst du Mama nicht mehr? Oh, Papa, geh doch raus. Erzähl doch mal, wie war dein Date? Oh, Papa! Ich will nicht mit dir darüber reden. Außerdem habe ich ganz andere Probleme. Warum so aggressiv? Das kenne ich. Kam die Schildkröte nicht aus dem Panzer raus? Aufständig. Juhu. Nicht mit Mama. Da haben wir nämlich... Nein, hör auf! Sohn, wenn die Männlichkeit nicht in ihrer gewohnten Länge... Lass uns keine Bohnen mehr nehmen. So, jetzt kommt wieder eine Werbung, ist klar. Dann müssen wir wieder umschalten hier. Ja. Aber macht ja nichts. Also für mich ganz klar, der zweite Teil fängt besser an als der erste Auftritt. Findest du? Ja. Ja, also Eminem und Helene Fischer war schon ganz cool, ne? Ja, auf jeden. Eigentlich schon, muss man sagen. Also bis jetzt gut gemacht, Julian. Was kommt jetzt? Sia. Kenn ich nicht. Mama, bitte halt nicht, lass mich jetzt allein. Ach so, doch. Den Hahn. Aus wie Lady Gaga. Es ist nicht so, wie es scheint. Du tanzen kann er also nicht. Nicht von meinem Kleinen, außer kannst du tanzen? Rollen.
kugle immer zur Musik hin und her. Geht ganz gut. So eine Choreografie würde ich gerne mal von dir sehen, ganz ehrlich. Hast du nicht auch eine Perücke hier? Ja, habe ich. Ja. Ist das nicht greifbar? Ja, soll ich die mal holen? Ja, holen sie mal. Ich guck mal weiter so lange. Ja. Daniel holt jetzt eine Perücke. Ich bin gespannt. Ich freue mich jetzt schon. Weißt du was? Das Ding ist ja, wir sind ja hier beim Daniel im Friseuratelier. Ja? In seinem Haus hat er hier so ein Friseuratelier und deswegen hat er auch eine Perücke da. Ist ja klar, logisch. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, er setzt die. Hast du nicht? Ach, scheiße! Ja, das kann nur dauern, oder? Ach, guck mal. Ja, er hat sich schon aufgezogen. Ja, das ist eine Perücke. Nee, das ist ein Probe-Frisier-Schminkkopf. Kann man schminken üben. Ach so, tatsächlich. Ja. Ja. Sieht ganz gut aus an dir. Ja, gucken wir doch mal weiter. Mit blonden Haaren sehe ich schon gut aus. Hammer. Mama dazu und dann reden wir. Ich habe mich nur nicht viel bewegen, fällt der Runde. Also so, Choreografie, ich müsste doch mal irgendwie wieder was hören. Ich habe leider kein Ticket. Glaube ich ganz gut. Achso, ja. Wäre ganz pfiffig, wenn ich dann mitkäme in dem Video. Wie kein Ticket? Dann haben wir schon her mit dem Ausweis, bitte. Also er hat gerade kein Ticket, das wollte ich nochmal präsentieren. So ist das. Jetzt schmeißt er sich bestimmt wieder eine Pille diese Saison. Bohne. Weiterfahren. Lieben gern. Es geht nur leider nicht, weil wir einen Schwarzfahrer. Also ich glaube, wenn sie das mit Pillen gemacht hätten, ja, dann wäre es, glaube ich, sehr zweifelhaft gewesen, ob es jugendfrei ist. Die Haare hängen hier bis hier runter, ist ja geil. Ja, na, klar. Ja. Sind das echt Haare oder sind das so Plastikhaare? Ich glaube, das sind echte Plastikhaare. Echte Plastikhaare? Mhm. Ist doch dieser YouTuber da, dieser Rezo. Nee, das ist doch dieser Revi. Revi, du Bastard! So sieht das aus. Erst die dicken Kohlen verdienen und dann schwarz fahren? Wie teuer ist denn ein Ticket? Schmeiß den Mixer raus jetzt! Hier passiert erstmal gar nichts, bevor die Strafe gezahlt wurde oder die Polizei hier ist. Jetzt zahl ein scheiß Ticket, Junge! Wirklich, wie teuer ist denn ein Ticket? Boah, unerhört sogar. Hat er echt lange gedauert. Was denn eigentlich, warum hat denn der so knallrote Haare? Ist das schon? Kann doch keine Absicht gewesen sein, oder? Ich glaube doch, das ist Absicht. Oh, Scooter jetzt. Okay. Oh, Hyper, Hyper. Hyper, Hyper! Ich wollte gerade sagen, das andere Lied heißt How much is the fish? Stehst du auf so Musik? Ja, man sieht man das denn nicht. Achso, doch nicht. Aber wenn Sie kein Ticket haben, dann zahlen Sie jetzt trotzdem die 60 Euro Strafe. Ach, wissen Sie was? Sie können mein Ticket haben. Sie haben es viel nötiger als ich. Den Rückweg gehe ich zu Fuß. Sehr realistisch. Ja. Also, sehr realistisch. Weißt du, was mir passiert ist? Ich bin mal als Student gefahren. Ich habe das Studententicket gehabt. Bin im Zug gewesen. Und dann
habe ich kein Ticket, dann mein Ticket zu Hause gelassen und dann hat die Schaffnerin hat dann gefragt, so von wegen so, ja, wie sieht's denn aus mit dem Ticket? Und ich so, ja, ich nicht dabei, sorry, habe ich vergessen. Ich so, ja, wie? Ich so, ja, ich bin Student und ich habe eigentlich, und sie hat sich neben mich gesetzt und so, hat mit mir angefangen zu quatschen. Oh! Und ich dann so, oh, das geht hier komplett in die falsche Richtung, weil ich keine 60 Euro bezahlen wollte, beziehungsweise dann irgendwie, muss dann so eine kleine Gebühr noch bezahlen. Oh, Drecksau. Ja, und dann habe ich mit ihr kurz angefangen zu reden und so, und dann hat sie irgendwie, und dann irgendwann habe ich gesagt, du, sei mir nicht böse. Ich habe eine Freundin. Und dann ist sie aufgestanden, ist gegangen. Die war so vielleicht so 6, 7 Jahre älter als ich. Also. Ich habe jetzt damit gerechnet, dass sie die schön noch abkassiert hat. nee, hat sie nicht. Hat sie nicht. Ja, kleine Anekdote. Ich fand's schon scheiße, dass du abgekommen bist. Ja. Ich hatte alles vorbereitet. Und dann warst du einfach weg. Okay, John, bleib einfach ruhig. Denk dir einfach etwas Logisches aus, was ultra smart klingt. Ich war doch da. Du warst doch weg. Ach so, bei dir. Wow, John, wow. Hat dich das irgendwie abgetönt? Okay, du kannst es noch retten, aber jetzt versau es bloß nicht. Ich war ja Zähneputzen. Ich hatte irgendwas zwischen den Zähnen und das ist ja voll eklig und so. Fuck. Okay, ja, scheiß drauf, ich bin weg. Taxi! Ey, wenn du gar keinen Bock auf mich hast, dann sag mir das doch. Aber reit doch nicht ewig darauf rum. Ich reit doch gar nicht auf die rum. Also nicht, dass ich nicht auf die rumreiten will, weil dein Arsch ist echt geil. Dein Charakter ist geil. Und dein Arsch ist aber auch geil. Also du bist generell geil. Also ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Oh, jetzt kommt hier Fritze Flink wieder. Dieter Bohlen. Dieter Bohlen. Ach du liebes Bisschen. Oh, er. Ach du Scheiße. Dieter Bohlen. Oh ey, bei dem krieg ich echt Pickel, ohne Scheiß. Da gibt's ja eine neue Version von. Hm. Aber hübscher ist er. Ja. Hat der so weiße Zähne, Dieter? Ja klar, nur der ist so Chicket gekrönt ohne Ende. Echt? Hier boxe ich auch in einer Gewichtsklasse ungefähr. Du boxst? Ja, ja. Das geht ja wohl schon. Oh, dieser Bullen wäre voll auf den Sack, ey. Ich krieg da auch nicht. Oh. Du willst gar nicht wissen, wo. Oh, scheiße, du, mein Dorf wird angegriffen. Ich muss mal eben zu der Alten ins Café die fertig machen, ne? Ciao, euer Dieter. Lass mal treffen an der Ecke bei Vollidiotenhügel. Oh, hey, John! Du glaubst nicht, was gerade passiert ist? Ah, du hast ihn vorne genommen! Nicht so laut! Ihr werdet gesucht! Rezo. Rezo? Wir müssen uns beeilen! Die Masken sind nicht weit! Die Masken? Psst! Nicht so laut! Warum redet er so komisch? Vorsicht! War das nicht normal bei ihm? Okay. Nee, Rezo ist eigentlich ziemlich cool. Ich kenne nur das eine Video, wo die CDU sich irgendwie... Ja, dann habe ich ja so ein paar Sachen... Elvis Presley, Michael Jackson, die Beatles, Heino, alles großartige Talente, Bands, Genies. Immer wieder gab es neue Musiker und Bands, die die musikalische Landschaft bunt aufmischten. Doch dann, seit Anfang des Jahrtausends, ist Schluss. Wieso... Wegen des Internets? Die Bohnen. Was soll das heißen, die Bohnen? Die Musikindustrie ist so schnelllebig geworden, dass alle nur noch auf die Bohne zurückgreifen. Um wieder wahre musikalische Vielfalt aufblühen zu lassen, müssen wir die Quelle der Bohnen zerstören. Darum muss ich wissen, woher habt ihr die Bohnen? Warum redet der so scheiße? Curly. Das wird nur einen tieferen Sinn haben. Den kenn ich von... Oh, oh nein! Horst. Und nochmal schön verschmiert. Auch noch, ja. Gehört dazu. Ju? Rezo?
Wer ist denn dein Führer? Was war das? Lil Mac. Ich hab ein Pferd am Start, es ist voll auf Gras und ich. Oh, ich muss nochmal zurückspulen. Was war das? Lil Nash X. Lil Nash X. Wahrscheinlich der kleine Johnny Cash. Nash. Oh, jetzt meinem Bro zurück, mein Pferd ist Araber. Jeder hört, wie ich sag. Voila, wir holen dein Bro zurück. Ich hab alles mit. Voila, wir holen dein Bro zurück. Hol das Arschgesicht vom Bruder, du jetzt zurück in die Stadt. Denn macht euch bereit und hört, wie mein Pferd sagt. Yalla, wir müssen los, denn Yalla. Termin beim Arzt, er hat bei World's Map Bleibstandort geschickt. Ich weiß, wo er ist, ihr werdet gekickt. Habt ihr schon den Abo-Knopf geklickt? Damit ihr auch die Fortsetzung mitkriegt. Was seh ich da, das hätte ich nie gedacht. Die Bohnen sind. Ach, geht's noch weiter? Wow! War das wieder eine spannende Folge? Ja, war eine spannende Folge. Also, das ist so ein. Es geht alles weiter. Ja, so ein Loop. Das ist schon wahrscheinlich nur eine 90-Minuten-Kinofilm. Also, letztlich ist es so: Ich fand den ersten Teil fand ich gut. Der zweite Teil hat besser angefangen, als der erste Teil war, aber dann hat der drastisch nachgelassen, meiner Meinung nach. Also, dieser Bohlen konnte ich gar nicht hören, auch wenn es nur hier. Satire war sozusagen, aber ja, ne, also irgendwie bist du gespannt auf den dritten Teil? Macht mich schon jetzt, es ist ja auch ein Marketing-Gag von denen, dass es so angeordnet ist, mit Sicherheit werde ich mir den angucken. Ja, angucken werden wir uns den bestimmt, aber ich bin nicht mehr so gespannt auf den dritten Teil, ehrlich gesagt. Ich bin gespannt drauf, ob es wieder bergauf geht, weil es ging bergauf, dann ging es bergab, jetzt geht es bergab, jetzt bin ich gespannt, geht es wieder bergauf, weil... Das habe ich nicht kapiert mit dem Bergauf, Bergab, Bergab, Bergab. Naja, wir haben doch jetzt in den Folgen selbst festgestellt, dass es da Höhepunkte und auch Tiefpunkte gab. Ja. Und jetzt zum Schluss mit dem Bohlen, nach dem Bohlen, das mit dem Gaul fand ich wieder ganz schick. Also, verstehst du? Jetzt bin ich gespannt, wie geht's weiter. Ich muss mir das Video gleich nochmal angucken, damit ich verstehe, was du meinst, glaube ich. Ihr wisst, was ich meine. Ja, ist halt ein bisschen langsam manchmal. Ihr könnt in der Zwischenzeit könnt ihr unseren Kanal abonnieren. Da können wir mal gucken, ob dann beim dritten Teil der Daniel irgendwas Vernünftiges dann irgendwie von der Erklärung wiedergibt. Weil das war eben, habe ich nicht verstanden. Egal. Und Susi ist auch wieder dabei. Susi, genau. Ja. Ich sag Cheerio, Miss Sophie. Bis zum nächsten Reaction-Video oder was auch immer bei Shoki bei Loki. Also, bis denne. Tschüssi. Off-Back-Up, hab ich schon gesagt. Scheißdreck hast du gesagt. Du hast das wieder nur nicht gemacht. Ich hab doch keine Ahnung von dem. Die Videos zu machen ist eine Katastrophe. Schluss hier, ich mach gewollt. Den dritten Teil machen wir jetzt. Ich will es alleine machen. Ich will das sehen. Totaler Rotz!